Evolution statt Revolution heißt es bei den Notebook-Prozessoren. Während Intel auf überpolierte Chips der Vorgängergeneration setzt, legt AMD mit der neu entwickelten Ryzen 4000er-Serie ordentlich vor. Das Topmodell steckt schon im ROG Zephyrus G14 und der Test des Gaming-Notebooks zeigt, Konkurrent Intel muss sich warm anziehen. Ein Gaming-Notebook im 14-Zoll-Format ist ungewöhnlich. Nicht nur, dass es mit seinen Abmessungen sehr kompakt für ein Spiele-Laptop ist, es ist mit einem Gewicht von 1,7 Kilogramm auch noch gut tragbar. Ungewöhnlich ist auch das Design. Die Bodengruppe mit Tastatur und Hardware-Komponenten steckt in einem Gehäuse, das Asus aus einer Magnesium-Legierung produziert hat. Der Displaydeckel besteht hingegen aus Kunststoff. Weil das Notebook in diesem Kleid nicht so aufdringlich wie ein normaler Gaming-Laptop aussieht, lässt es sich problemlos auch als Arbeitsgerät nutzen. Weitere Besonderheit: Die geprüfte Ausstattungsvariante zeigt Inhalte nicht in Full HD, sondern höher aufgelöst in WQHD. Das G14 stellt Games oder Videos somit mehr Details dar. Das Display hat Asus schönerweise etwas entspiegelt, starke Reflexionen auf dem Bildschirm gibt es also nicht. Für eine verzögerungsfreie Bildwiedergabe sorgt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Wem das 14-Zoll-Display fürs Zocken zu klein ist, der verbindet einen separaten Bildschirm, wahlweise per HDMI oder per USB-C. Der neue Ryzen-Chip besitzt 8 Kerne. Dem Betriebssystem gaukelt der Prozessor für ein noch höheres Tempo die doppelte Anzahl von Kernen vor. Mit 16 GB ist zudem der Arbeitsspeicher sehr ordentlich bemessen. Die Berechnung der Bildwiedergabe übernimmt Nvidias Mittelklasse-Grafikprozessor GeForce RTX 2060. Der besitzt satte 6 GB Grafikspeicher. Programme, Spiele und Daten lagern auf einer SSD im Kaugummistreifenformat. Im getesteten Gerät gab es so rund 1 Terabyte Speicherplatz. Ins Internet geht das Asus bereits nach flottem WLAN AX-Standard. Für die Synchronisation mit Smartwatches und Fitnessarmbändern bringt es zudem Bluetooth mit. Im Test zeigte das Asus Spiele wie Battlefield 5 auf seinem Display bei maximaler Auflösung mit 80 Bildern pro Sekunde. Alles lief sehr flüssig, selbst bei vollen Details. Eine dicke Überraschung erwartete die Tester aber bei Foto- und Videobearbeitungen. Aufgaben wie das kräftezehrende Versehen von Fotos und Videos mit Effekten erledigte das Asus schneller als jedes andere je von Computerbild getestete Notebook. AMD hat also eine der schnellsten mobilen CPUs aus dem Boden gestampft. Allerdings hatte der Prozessorlüfter im Innern dabei viel zu tun. Das Asus war etwas laut. Bei Internet- und Office-Anwendungen blieb es hingegen schön leise. Beim Arbeiten kam das Notebook übrigens fast 5,5 Stunden ohne Steckdose aus. Bei der Videowiedergabe waren fast 8 Stunden drin. Für ein Notebook dieser Leistungsklasse ist das spitze. Die Tastatur bietet einen schönen Hub. Der Abstand zwischen den Tasten ist ausreichend groß bemessen. Eine Beleuchtung gibt es ebenfalls, ideal fürs Zocken und Tippen von Texten bei wenig Licht. Beim Aufklappen hebt der Bildschirm die Bodengruppe an, sodass die Tastatur leicht angewinkelt vor dem Nutzer steht. Das macht das Tippen noch entspannter. AMDs neuer Ryzen-Prozessor feiert im toll verarbeiteten Zephyrus G14 einen grandiosen Einstand. Das kompakte Asus Notebook zählt dank der starken AMD-CPU zu den schnellsten Notebooks überhaupt, erreichte in einigen Prüfungen sogar Bestwerte. Und beim Zocken hat es auch noch Reserven für kommende, aufwendigere Spiele. Zudem bot es im Test lange Akkulaufzeiten. In der Summe ist das Asus ein richtig tolles, aber auch kostspieliges Notebook.